Hallo Publikum. Herzlich willkommen bei Cube Audio zu unserem Video-Tontechnik-Podcast. Wir haben mal vor einiger Zeit eine Folge gemacht, wo wir verschiedene Mikros von einem Gitarrenverstärker im Sound verglichen haben. Und ganz viele von euch haben uns geschrieben, super Thema, interessiert uns brennend, aber bitte, bitte viel ausführlicher. Und genau das haben wir jetzt vor. Und zwar ist das Teil 1 eines Dreiteilers Sounddesign E-Gitarre. Für uns war die oberste Priorität, wir wollen hier nicht mit irgendwelchen abgefahrenen Equipment arbeiten, was ihr vielleicht zu Hause gar nicht zur Verfügung habt, sondern es sollen alles Dinge sein, die ihr zum einen vielleicht schon angeschafft habt oder euch für ein Wochenende leihen könntet. Und das Besondere bei einer E-Gitarrenaufnahme ist ja nicht, dass man einfach einen Sound einstellt, man spielt ihn zweimal ein und dann ist man fertig, sondern das Besondere ist, dass man mit unterschiedlichem Equipment verschiedene Sounds kombiniert. Und das wollen wir in den nächsten Folgen dann auch machen. Aber heute schauen wir uns erstmal an, was wir für Equipment haben. Und das ist auch alles Equipment, was wir im Studio einsetzen. Das heißt, wir werden euch auch ein bisschen was dazu erzählen. Vielleicht habt ihr ja auch so das ein oder andere Teil, was ihr dann mal wieder rauskramt und für eure Aufnahmen benutzt. Los geht's. Bei einer normalen Produktion im Studio haben wir durchaus mal eine Gitarrenwand mit 12 Gitarren stehen. Heute beschränken wir mal uns auf 2 Gitarren, denn das ist ja auch realistisch für euch zu Hause. Wir haben 2 Gitarren. Das eine ist eine Kopie einer Fender Stratocaster. Die werden wir für einen speziellen Sound einsetzen, denn die hat einen sehr, sehr klaren, sehr, sehr clean, schönen Sound. Und das andere, das ist so unsere Lieblingsstudio-Gitarre. Das ist nämlich eine Duesenberg-Gitarre. Eine Halbakustik, das heißt, die ist auch hier in hohl. Und das Besondere an dieser Gitarre ist, sie hat einen zum einen sehr, sehr markanten Klang, hat aber auch unheimlich viel Sustain, also ein wirklich, wirklich tolles Teil. Die werden wir auch für die meisten Sounds benutzen. Was ist im Haushalt in erster Linie vorhanden? Wahrscheinlich ein Kofferverstärker. Also gehen wir davon aus, ein Kofferverstärker ist bei euch vor Ort. Wir haben hier uns als Stellvertreter den Neser hingestellt, der zwar klein, aber fein ist und er ist vor allen Dingen ein Vollröhrenverstärker. Darauf solltet ihr achten, dass ihr vielleicht nicht mit einem Transistor arbeitet. Was man sich vielleicht leihen sollte, das ist eine große Box, weil die meisten kleinen Verstärker bieten die Möglichkeit, den eigenen Lautsprecher zu umgehen und eine externe Box anzuschließen. Und so macht ein kleiner Verstärker einen großen Klang, mit Hilfe einer 4x12er Box zum Beispiel. Wir haben hier mal eine Auswahl an Mikrofonen für euch aufgebaut und werden mal schauen, welche wir nachher für den Sound benutzen werden. Und ich erzähle euch mal ganz kurz was dazu. Zum einen haben wir hier einen Shure Beta 57. Das ist quasi der große Bruder des Klassikers, des SM 57. Wirklich dem dynamischen Instrument, ein Standardmikrofon, was es gibt. Und das werden die meisten von euch auch im Studio haben. Immer gut, um einen Gitarrenverstärker aufzunehmen, immer gut, um eine Snare aufzunehmen und ganz viele andere Instrumentensachen zu machen. Und der Unterschied von dem Beta 57 zum SM 57 ist, das Beta hat ein bisschen besseres Impulsverhalten und es klingt obenrum einfach eine Spur brillanter. Dann haben wir hier das ganz berühmte RE20 von Electrovoice. Wir sagen im Studio mal dazu, das ist der Elefantenpanel und das sagen wir nicht nur wegen der Farbe. Das Electrovoice ist eigentlich ein amerikanisches Radiomoderatoren-Mikro, aber obwohl es für Sprache gedacht ist, ist es ein dynamisches Mikro. Und in Deutschland wird es häufig verwendet für Bläser, ist aber auch ein ganz hervorragendes Mikro eben vor einem Gitarrenverstärker. Es ist ein hervorragendes Mikro an Drums, an einer Bassdrum beispielsweise. Ein wirklich toller Allrounder und den gibt es bei einem ganz bekannten Internetversandhaus im Moment auch sehr, sehr günstig. Dann haben wir ein Großmembran-Kondensatormikrofon, das ist das AT4033 von der Firma Audio-Technica. Und das Besondere an diesem Mikrofon ist, es ist zum einen das einzige Kondensatormikrofon, was man hier hat. Man kann es hervorragend für High-Gain-Sounds verwenden. Und die Audio-Technica-Mikros klingen bei Sprache und Gesang obenrum immer meistens unschön und scharf. Bei Gitarrenaufnahmen sind das aber oft die Frequenzen, die man braucht. Passt ganz, ganz prima. Und das letzte Mikrofon, was wir im Bunde haben, ist das Sennheiser MD421, ein Klassiker, den wir euch auch schon mal gezeigt haben. Das typische Reporter-Mikrofon der 70er Jahre, geht auch wunderbar vor Schlagzeugtoms oder sowas und hat vor Gitarrenamps einen ganz, ganz eigenen Sound, der man nicht immer, aber manchmal zum Beimischen brauchen kann. Wir wollen ein Rockstück aufnehmen, haben aber nur einen Verstärker, brauchen aber viele verschiedene verzerrte Sounds.
Anstatt jetzt eine ganze Wand von Verstärkern aufzubauen, bedienen wir uns einer günstigen Möglichkeit. Wir benutzen Verzerrer. Und jeder Einzelne ist für seinen Zerr-Sound ein Spezialist. Und was es da für Unterschiede gibt, zeige ich euch jetzt hier mal. Beginnen tun wir mal hier oben mit dem Tube Factor. Und zwar ist das ein Booster, das heißt ein Bodentreter, der via Röhre den Preamp des Verstärkers übersteuert und dadurch eine Verzerrung hervorruft. Dann haben wir hier noch was ganz Interessantes, und zwar ist das ein Hybrid-Verzerrer. Und zwar hat er zum einen eine Röhre und zum anderen einen Transistorverzerrer, der dann hier über das Pedal, die beiden Sounds können dann hier über das Pedal gemischt werden. Das ist also auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ganz klassisch den Big Muff, ein Futz, sehr sägige Sounds, hat immer so ein bisschen 70er, 60er Jahre Feeling, wenn man den einsetzt, sehr, sehr speziell eher für Lead Sounds zu gebrauchen. Dann hier noch ein bisschen aus der Hendrix-Ecke was. Das ist ein alter MXR-Distortion und der hat noch diese legendären Germanium-Transistoren, die leider nicht mehr hergestellt werden und die einen ganz speziellen Sound hervorrufen. Dann dieser, der eigentlich von uns nur angeschafft wurde, weil er Gold ist und Götz ein großer Austin Powers-Fan ist und deswegen unbedingt den Austin Gold haben wollte, aber auch eher eine Oldschool-Maschine. Ganz interessant ist auch dieser Snarling Dog von einer kleinen New Yorker Firma, die einfach in Handarbeit diese Bodentreter herstellen. Sehr schön ist auch hier der Schalter, den man dann auf Byte stellen kann, wenn er dann noch etwas bissiger klingen soll. Und das Ding ist ein echter Geheimtipp. Wir machen da viele Sounds mit und klingt wirklich klasse. Etwas moderner ist dann hier der Tonebone, den wir jetzt auch gleich einsetzen werden. Dieser wird auch von Metallica im Studio benutzt, also selbst die spielen jetzt nicht immer direkt in ihre Amps. Und der Hot British hat halt den Vorteil, dass er aufgrund dieser ganzen Parameter, die geschaltet werden können, bestimmte Frequenzen anhebt oder absenkt und dass man allein an diesem Gerät schon so Sounddesign tätig werden kann, wie eigentlich an keinem anderen dieser Verzerrer. So, das war Teil 1 für heute und nächstes Mal wird es dann um die Aufnahme an sich gehen. Wir wollen euch noch zwei Tipps geben zum Schluss, und zwar, ihr kennt die ganzen Gitarren-Multi-Effekt-Geräte, die es da so gibt und die eigentlich behaupten, sie können alles, aber sie können alles nur nicht richtig. Oftmals ist es besser, für spezielle Jobs Spezialisten am Start zu haben, und manchmal ergeben sich da auch aus ganz ungewöhnlichen Geräten tolle Sounds. Markus hat da was mitgebracht. Ja, wir haben zum Beispiel hier einen ganz einfachen No-Name-Verzerrer, der allerdings hervorragend verarbeitet ist. Der ist nichts Besonderes, war auch nicht besonders teuer, der sich aber hervorragend für einen speziellen Sound eignet. Und das macht er mit Bravour, wo halt kein Multi-Effekt-Gerät hinterherkommt. Also so ein kleines Ding kann zum Geheimtipp werden. Ein zweiter Geheimtipp ist noch ein Gitarrenmikro, und zwar habe ich hier ein Sennheiser E604. Das ist eigentlich ein Tom-Mikro, was mit einer Klemmvorrichtung an die Tom am Schlagzeug gebaut wird. Und dieses Mikro klingt ganz hervorragend, klingt so wie so ein Mittelding zwischen SM57 und MD421 und auch ein bisschen RE20, also irgendwo so in der Mitte von allem. Funktioniert ganz, ganz, ganz hervorragend an einem Gitarrenverstärker. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren, wenn ihr dieses Tom-Mikro habt. Bis zum nächsten Mal. Das war's. Tschüss. Gut, dass wir ein Konzept haben. Gut, ja. Hallo Markus. Hallo Götz. Hallo Publikum. Bei vielen Produktionen sind natürlich eine große Anzahl von Amps anwesend. Wenn das jetzt ein Laser wäre, würde er mir die Schulter wegschießen.